Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Lunetra oder auch gerne Luni, wie ihr möchtet. Wir spielen heute wieder Bellwright. Ich habe wieder im Off ein bisschen rumgewurschtelt, das zeige ich euch natürlich wie immer. Und dann gucken wir, was wir machen. Ich denke vielleicht, entweder befreien wir Farnworth oder nee, nicht Farnworth, wie heißt das andere, Blackwitch Pool, oder wir gehen ein paar Banditenlager auseinandernehmen. Ja, und wenn euch das Video gefällt, dann denkt auf jeden Fall dran, einen Like zu geben, den Abo-Button zu drücken und die kleine Glocke zu aktivieren. In dem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß und let's go. Wir sind natürlich mal wieder gerade aus dem Schlaf erwacht und haben wieder den übelsten Winter überhaupt. Wir haben Tag 215, ich habe also wirklich ein bisschen vorgespielt und was ich alles so gemacht habe, ist Folgendes. Ich hatte ja dort hinten mein Holzfällerhütchen und die haben ja hier alle eben das Holz gemacht. Das habe ich jetzt verlegt und zwar ist das Ganze jetzt hier. Wenn ihr wollt, dann gucken wir da auf jeden Fall mal hin. Aber zuerst müsste ich eigentlich mal was mampfen, was wir auch gleich mal tun werden. Und zwar, ja, Beeren und eine Zwiebel kann man auch einfach mal so snacken. Wer tut es nicht? Und dann gehen wir natürlich zu unserem Reiseschildchen und düsen hierher. Und das sind wir auch schon. Es ist wirklich nur ein ganz kleines Minilager. Okay, was heißt klein? Ich meine, hier stehen auch zwei Häuser und ein Sammellager. Dann steht der Förster hier mit einem Brunnen. Das hier ist die Holzfällerhütte oder wie sie heißt. Holzfäller. Und hier haben wir natürlich ein Lager. Hier hinten ist das Grubenholz. Und ja, hier wuscheln halt jetzt 6 Leute rum. Die können sich hier selbst versorgen. Und ich dachte mir, es wäre eigentlich ganz cool, dann sind die hier einfach komplett fürs Holz zuständig und sind nicht auf die anderen angewiesen. Ich habe dem Ganzen natürlich auch einen richtig coolen Namen gegeben und zwar heißt das kleine Dörfchen Woodstock. Hat irgendwie gepasst. Und was ist hier? Fehlende Axt, genau. Das muss ich auf jeden Fall auch noch machen. Das ganze Zeug dann wieder mit der Lieferung einzustellen. Aktuell weiß ich gar nicht, was habe ich denn eingestellt als Lieferung? Genau, wir liefern also Holz, Baumstämme und Hartholzstämme nach Lunetria. Und warum aber? Ach so, doch, Hartholzstamm, ja. Davon haben wir aber keine. Das muss ich auch erstmal eingrooven. Der Förster hier braucht auch erstmal Dünger. Dünger braucht er. Seit wann ist das so? Aber okay, dann stellen wir das auf jeden Fall noch ein, dass er auch Dünger bekommt. Und zwar gehen wir dafür hier runter, geben Dünger ein. Von Lunetria dorthin, ich weiß jetzt nicht, täglich 5? Reicht es oder reicht es nicht? Keine Pläne, werden wir sehen. Und dann habe ich natürlich das Ganze noch versucht mit einem Steinlager. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob mir das so taugt. Wir düsen da jetzt auch mal ganz schnell hin, damit ihr es euch anschauen könnt. Und vielleicht habt ihr ja tatsächlich auch Verbesserungstipps für mich, wie wir das Ganze effektiver gestalten können. Weil mein Problem ist immer, dass wir jetzt zu wenig Bronzebarren haben. Und die brauche ich ja, um sämtlichen Scheiß zu reparieren. So. Ja, und ich dachte mir dann eben, ich gehe natürlich, mache natürlich irgendwo ein Lager, wo auch gleich Eisen ist. Ich habe aber das Gefühl, dass sie bei so einem Eisending nicht genug Zinnbarren und Kupferbarren abbauen können. Und deswegen hätte ich eigentlich vielleicht gesagt, dass ich tatsächlich 2 oder sogar 3 Bergbaulager mache. Eins für Zinn, eins für Kupfer und halt das andere für Eisen. Und was das Problem jetzt an der Geschichte hier ist, die bleiben immer hier hängen. Und dann düsen sie immer hier so lang und dann verlieren sie wieder alles und kostet halt übelst viel Zeit. Und deswegen, ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie ich das am besten machen soll, ob ich das hier wieder abreißen soll. Und dann, oh, Reclamation Party incoming, da kommen wir gleich noch dazu, ob ich das abreißen soll und dann zum Beispiel hier oben Zinn machen soll und oder hier ist ja gleich Zinn und Granit, dass ich vielleicht hier eins mache. Schreibt mir da auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Und apropos die Reclamation Party für Bradford, ich glaube, das ist bei mir ein bisschen buggy.
Denn das hatte ich ja jetzt schon zum dritten Mal. Und wenn ihr seht, das Dorf ist immer noch befreit und sie kommen dann auch. Und dann bekomme ich aber plötzlich die Meldung, das Dorf wurde besiegt. Nicht das Dorf, sondern ich habe quasi die Party gecrashed und obwohl ich nichts gemacht habe. Also wollte ich mal kurz fragen, ob das bei euch auch buggy ist oder nicht. Ja, Leute, da wollte ich noch den größeren Rennofen, glaube ich, machen, heißt er. Und das war's dann auch jetzt hier schon wieder. Das heißt, ich düse jetzt nach Hause in der Hoffnung, dass ihr mir genug Zeug in die Kommentare schreibt, damit ich das verbessern kann, weil ich habe so das Gefühl, dass irgendwie mein ganzes Dorf einfach nur so ein richtiges Kauderwelsch ist und ja, keine Ahnung, irgendwie nicht so richtig vorangeht. Ich habe jetzt auch 2 Tage tatsächlich gespielt, damit mein Holzfällerlager fertig war, weil dann hat wieder das gefehlt, dann hat wieder das gefehlt. Und was mich halt am meisten ankotzt, dass ich tatsächlich nicht die einzelnen Aufgaben zuweisen kann. Also, dass ich einen Arbeiter habe und zudem sage, hey, du bist nur fürs Holzfällen zuständig, der andere macht nur Hartholzbretter und so weiter. Das finde ich, das müssten sie unbedingt ganz dringend mal fixen. Und was wir jetzt machen, ah ja, Bronzepfeile habe ich mir auch noch nicht hergestellt, weil wir haben ja keine Bronzebarren und das kotzt mich auch an. Wir suchen uns jetzt mal Pfeile. Ach ja, genau, was ich auch noch fragen wollte, lohnt es sich, dass man für Torf auch extra jemanden hinschickt oder macht ihr das einfach immer selber? Weil ich glaube, dass sich das, weiß ich nicht, rentiert sich das, wenn ich da ein Haus hinbaue und eine Sammlerhütte, damit das, der Torf abgebaut wird? Keine Pläne, schreibt es mir mal in die Kommentare. Und wo sind meine ganzen Pfeile hin? Ja, okay, das ist natürlich belastend. Das heißt, wir müssen uns natürlich erstmal wieder welche craften. So, ich musste jetzt mal ganz kurz noch ein bisschen Holz besorgen, weil die natürlich mal wieder keins haben. Und ich habe ganz kurz mein Dingsy-Dingsy, mein Bild oben rechts in die Ecke gesetzt, damit ihr die Minimap sehen könnt. Das ist zwar blöd, wenn ich dann das hier mache, aber ich glaube, allemal besser wie unten rechts. Und Lukas Barstow ist in Herstellung 5 geworden. So Leute, bitte craftet mir jetzt einfach die einfachen Pfeile, damit ich hier vorwärts komme. Und eigentlich, wenn ich es mir jetzt genauso überlege, würde ich tatsächlich gerne mal hier die Seite einfach fertig machen, sprich die beiden Banditenlager beiseite räumen. Dann haben wir ja hier noch das große Banditenlager. Hier ist auch immer noch die Mühle, die wir befreien müssen. Dann haben wir hier nochmal ein mittelständisches Banditenlager und hier ein anderes Banditenlager. Also ich habe quasi hier oben in dem Gebiet noch so viele Sachen, die ich auslöschen muss. Das ist auch nicht mehr normal. Vielleicht können wir uns dann heute einfach mal die Mühle angucken. Denn das haben wir ja schon ja, ziemlich zu Anfang versucht, aber hat nicht so ganz funktioniert. Und deswegen hätte ich gerne, dass du jetzt mir einfach mal schneller diese blöden Pfeile machst. Juhu, und wir haben endlich unsere 90 Pfeile zusammen. Das heißt, wir werden jetzt ganz schnell zur Mühle düsen, denn es ist auch schon wieder 16.05 Uhr, weil die Zeit einfach hier so übelst schnell vergeht. Aber ich habe natürlich schon einen Plan für die Mühle. Den solltet ihr aber eigentlich... Ach, scheiße. Oh mein Gott. Was habe ich wieder vergessen? Ich bin so ein Vollhorst. Mein Bogen. Ich habe gar keinen Bogen dabei und ich weiß nicht, warum. Okay. Scheiße. Ja, okay, Leute, wisst ihr was? Dann lasse ich mir jetzt noch ein paar mehr Pfeile herstellen und da wir ja dann um 6, glaube ich, schon wieder pennen können, macht es jetzt auch überhaupt keinen Sinn, gleich noch loszugehen. Also gehen wir quasi wieder los, wenn die Sonne erwacht und hoffentlich der Winter vorbei ist. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht und wir sehen uns gleich wieder. So, und wie ihr seht, nächster Morgen, es steht da, you have defeated the Brigands. Ergo, Bradford ist immer noch befreit. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, ob... Also echt, ich habe keine Ahnung, Leute. Das ist bei den anderen Städten, war das nicht so. Deswegen, I don't fucking know. So, wo haben sie mir denn jetzt die restlichen Pfeile hingetan? Den Bogen habe ich übrigens gefunden. Und hier, da nehmen wir nochmal einmal Pfeile mit und essen nochmal unseren Fischeintopf. Wo ist er? Hier, so, und dann kann es auch schon losgehen. Okay, also meine Taktik ist folgende.
mich wie immer auf ein Haus zu verkriechen, den Bogenschützen auszuweichen und dann alle anderen kalt zu machen. Ist das ein Plan oder ist es keiner? Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir hier am besten reinkommen. Komm, geh drüber. So, und ich war ja das letzte Mal auf dem Haus da. Da würde ich natürlich gerne wieder hin. Das ist so geil. Hier dürften sie mich nämlich eigentlich gar nicht sehen. So, ich war auf welchem Haus? Auf dem. Oh, oh, und jetzt hat mich aber wer gesehen. Deswegen mal ganz schnell rauf. So. Okay, sind irgendwo Bogenschützen? Ja, da ist einer. Oh, hallo, gehst du bitte wieder nach oben? Shit, der hat mich getroffen. Macht aber nichts. Wir treffen zurück. Komm, schieß doch. Oh nein, jetzt ist da auch schon ein zweiter. Okay, das heißt, machen wir es mal ganz kurz so. Hey, die sind gut, ey. Warte mal, ich kann doch mal hier so runtergehen. Dann dürften sie mich eigentlich nicht treffen. Nee. Aber ich kann hier so raufschießen. Guck, das ist eine gute Taktik. Hallo? Was bewegst du dich, Junge? Habe ich dir nicht erlaubt. Und wann fällt der eigentlich mal um? Also die haben ganz schön viel Leben, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Komm schon. Also sag er mal. Fall um, du Sau. Alter. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt. Gut, dann noch ihn. Was machen sie? Geben sie auf? Nein, nicht mit mir. Hallo Leute, kommt ihr zurück oder verkriecht ihr euch jetzt im Weizenfeld? Ein Bett im Kornfeld, das ist immer, weiß ich nicht, denn es ist Sommer. Aua, von wo kommst du? Von wo schießt du? Du bist ganz schön gerissen, Alter. Da unten ist er. Hier, oder? Nee, keine Ahnung. Komm mal ran jetzt, Junge. Ich will dich sehen. Da bist du. Haha. Oh, und er versteckt sich gleich wieder. Hoppala. Hey, ja, dann heilen wir uns halt mal schnell. Zauen sie wieder ab. So, weg mit dir. Super. Wo sind die anderen Hayopais? Kann ich mich nicht irgendwie hinstellen, sodass sie an mich rankommen? Hier zum Beispiel. Ich stehe hier. Ihr könnt doch da ganz easy peasy hin. Na also. Oh ja, und du triffst mich ja auch. Okay, aber... Mann, Alter. Und dann kommen sie nämlich wieder nicht an mich dran. Stopp jetzt, du. Bleib stehen. Ich möchte dich einmal nur treffen. Wow, mit 4. Jawohl, jawohl, jawohl. Okay, sehr schön. Dann du einmal. Hör auf, mich zu treffen. Das zählt nicht. Hallo? Wo bist du? Boah, Alter, die regen mich was auf. Naja, 18 ist besser wie nix. Stehen sie wenigstens alle mal hier. Deswegen darf ich mich jetzt nicht bewegen. Okay, getroffen. Aber nochmal getroffen. Also einen kleinen Ticken zurück. Er ist erledigt. Dann kommst du jetzt dran. Okay, dann haben wir noch 2. Komm her. Der rennt weg. Gut. Macht nichts. Oh, was Leckeres zu mampfen. Das kann man immer gebrauchen. Ah, komm her. Hier bin ich. Hallo. Hallöchen. Super, fein. Genau so bleibst du stehen. Toll. Und wo ist der andere? Ja, also. Na super.
Oh, das war jetzt... Hallo? Gut, ich denke, dass ich dann hier alle habe. Wir werden es aber gleich sehen. Oh, lecker. Pilzeintopf und feiner Eintopf. Cool. Wo war denn jetzt... Ach, hier sind die ganzen Kisten. Schaut mal an. Oh, und jetzt können wir wieder irgendwas nicht mitnehmen. Das ist schlecht. Nee, getrocknete Beeren können erstmal weg. Und dann, das kommt mit, das kommt mit, das da und... Was ist denn das? Beerenbrötchen, yummy, licious. Hier, die Radieschen können auch weg, davon kann ich mich wirklich totschlagen daheim. Okay, ich glaube, das waren die beiden Kisten. Oder die drei Kisten, cool. Dann haben wir eine Sache erledigt. Und was machen wir denn dann jetzt als nächstes? Lass mich mal kurz unter Karte gucken. Sehr schön, das haben wir. Sollen wir uns an so ein großes Banditenlager ranmachen oder sollen wir lieber hier das mittelständische machen? Oder einfach gleich das? Ich setze es mal als Wegpunkt. Dann würde ich aber auch kurz heimgehen und die ganzen Sachen mal... Was ist das? Ach, eine Ziege. Was machst du denn hier? Die ganzen Sachen ablegen und dann zu dem großen Banditenlager düsen. Oh, und da hinten kann ich sie schon sehen, die kleinen Scheißer. Das finde ich ein bisschen belastend, weil ich jetzt nicht weiß, wo ich dann am besten hinflüchten kann. Tahaha. Und ihr wisst, ich brauche immer irgendwas zum Flüchten. Oder zum Raufklettern. Aber vielleicht kann ich mich da irgendwie rein sneaken von der anderen Seite. Und dann... Ach nee, aber da sind auch so viele. Das ist ja wirklich scheiße. Dass ich da irgendwie zu dem Turm oder so komme. Aber ich weiß ja nicht, was da drin ist. Das heißt, ich müsste eigentlich... auf das Haus da hinten. Und da ist schon ein Bogenschütze. Und zwei Bogenschützen. Und so viele Leute. Drei Bogenschützen. Das ist schrecklich. Das ist scheiße. So, wir laufen einfach mal. Und springen mal da drauf. Komm, schnell, 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 schnell. Und hier und geh da drauf. Und dann springen wir mal. Ach, scheiße. So, hier. Wir tun uns ganz schnell mal wieder heilen. Ja, wo seid ihr denn? Ja, super. Wow, 132, 116, was ist denn da los? Na, okay, 29, never mind. Solange uns keiner trifft, scheiße. Oha, das war ein One-Shot, habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, Leute. Werde ich jetzt hier noch zum Profi? Außer bei denen, da klappt es irgendwie nicht. Wo ist denn der Bogenschütze? Treffen die mich jetzt hier? Ja, scheiße. Schnell. Trink. Was? Der blöde Bogenschütze. Die müssen einfach weg, weil die stressen. Des Todes nämlich. Oh, wow. Das war auch wieder eine doppelte. Komm schon. Jawohl, ja. Flups. Geh weg. Ey, ist er gefallen, oder? Oder wo ist er? Ach nee, da ist er. Na, dann komm mal her. Ach, ah, okay. Hauen sie ab. Was tun sie? Geh du mal da hoch. Ich habe noch 35 Pfeile und wir sind schon noch ein paar. Okay, dann probieren wir es wieder mit denen. Oh mein Gott, ach, das ist ja erschrecklich. 61. 8. 8. Mann, Typ. Jawohl, 61. 61. Oh, oha, der Bogenschütze hat mich getroffen. Okay, schnell mal runter.
und gucken, was ich hier looten kann. Hoffentlich sind irgendwo Pfeile mit dabei. Das wäre super geil. Alter, was hat der alles? Keine Pfeile? 23 Stück noch. Ja, ihr habt mich gesehen, I know. Kommt halt her dann. Ich warte doch nur auf euch. Okay, cool. Cool, cool, cool. Jawohl. Zwei noch. Kommt her. Ich habe noch 13 Pfeile. Werde ich euch brechen? 61. 9. Hey, du behinderter Drecksbogenschütz. Wie kannst du mich dann da von unten treffen? Wie kann er mich denn bitte treffen? Wie geht das? Also, das kann ja wohl nicht sein. Hat der vielleicht irgendwann mal keine Pfeile mehr oder was? Scheiße, stecke ich? Nee. Kannst du da hoch? Ah, ich kann auch auf das Vordach hier. Kacke, noch 5 Pfeile. Leute, das gefällt mir nicht. Ich meine, ich hätte da noch Zeug zum Aufheben, aber... Okay, so. Du regst mich sowas von auf. Ich habe keine Pfeile mehr, scheiße. Schüssel, Dissel, Bamissel. So, da sind noch 2 Beutel, aber an die komme ich irgendwie nicht dran. Ich bräuchte unbedingt Pfeile, scheiße. Bronzepfeile. Ja. Rauf mit dir, Mädel. Brot. Ich hab Brot. Huch, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Ah, ja klar, ich bin ein Lappen. Ja, komm her. Komm her, du Scheißkopf. Bleibst du halt einfach mal stehen. Jetzt darf ich meine Pfeile nicht verschwenden. 29, 23. Ach komm schon. Yeah, 87. Also kannst du mal aufhören, dich zu bewegen? Yeah. Wir haben es. Haha. Gibt's irgendwo eine Fahne? Ich hoffe, ich kann sie jetzt noch nehmen. Ach, Scheibenkleister, war ja klar. Na gut, wir haben es aber geschafft. Und hier ist überall so viel Beute. Und ich habe schon wieder keinen Platz mehr. Oh geil. Gewürzter, herzhafter Eintopf habe ich schon. Dann essen wir mal Brot. Brot. Schauen wir uns weiter um. Was kann ich hier machen? Junger Baum. Achso. Habe ich alles von hier eigentlich genommen? Ja, hier liegt noch, liegen noch Überreste, aber das brauche ich nicht. So, jetzt können wir uns die anschauen. Geld nehmen wir mit. Eisennägel sind auch nicht schlecht. Okay. Geil, Leute. Dann habe ich das auch erledigt. Finde ich richtig geil. Ich glaube, dass ich langsam... Ich meine, gut, ich bin halt auch ein bisschen am Cheaten. Das darf man nicht vergessen. Indem ich mich immer überall draufstelle. Aber was soll's. Es macht es mir halt einfacher. Und deswegen... Why not? Dann, meine Lieben, haben wir es für heute auch wieder geschafft. War wirklich sehr erfolgreich, muss ich sagen. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Abend und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss!